So, herzlich willkommen zu einer neuen Fummelausgabe hier auf meinem Kanal. Wir fummeln heute Silent Hill Origins an, und zwar original auf der PlayStation Portable. Ja, rein da, würde ich sagen. Und ich nehme das jetzt auch als Vergleich, weil ich vor nicht langer Zeit Silent Hill Origins auf der PlayStation 2 angefummelt habe. Und die PlayStation 2-Version ist ein PlayStation Portable Port. Und ich wollte das jetzt einfach auch miteinander vergleichen, streng genommen hier. Mir ist nämlich aufgefallen, der Port auf der PS2 schwächelt ein bisschen technisch. Und jetzt wollte ich mir das einfach hier mal ein bisschen anschauen. Ich werde gleich das Bild ein bisschen größer machen. Ich muss nur kurz ins Spiel rein. Es könnte sein, dass man hier und da vielleicht mal das Laufwerk hört von der PSP, weil das hier wirklich die UMD-Disk-Fassung ist. Schauen wir mal. So. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ich capture das eben über die PSP 3004er-Version. Das bedeutet, die kann man einfach so ungehackt, sag ich mal, ganz legit über ein Kabel einfach an den Bildschirm anschließen und zack, kann's losgehen. Finde ich super geil. So, wir machen ein neues Spiel. Und hier haben wir auch schon was, was es auf der PS2 einfach mal nicht gab. Die Einstellung der Helligkeit. Wir machen mal vielleicht die Mitte erstmal. Und dann geht's los. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie so ein Rauschen oder was Komisches hört, könnte es hier das Laufwerk der PSP sein. Who did I just pass there? That you, good buddy? Tree top tall and wall to wall. Travis, you messed up, son of a bitch. What you doing on my road? Ich verlinke euch auch die PlayStation 2-Fassung von Fummelstream. Dann könnt ihr das selber auch gerne mal vergleichen, falls euch das interessiert. Maybe if you weren't always blabbering about losing your balance when you were younger, how you don't even remember how, why. Hey, chill. You don't see me bringing up your issues. No need. My old lady keeps me fully informed of my failings. The girl keeps notes. You mean she hasn't left you yet? Any day now. See you around, Travis. Take it easy. 10-4. Catch you later, buddy. Ist die Soundqualität auch besser als auf der PS2? Oder spinne ich? Ja, wie gesagt, noch ist das Bild ganz klein. Ich mach's euch gleich größer. Oder vielleicht geht's ja jetzt schon. Moment mal. Ja, genau, ich kann's pausieren. Okay, Moment. Dann schneide ich das Bild kurz zurecht. So, vermutlich dürfte das die Bildgröße sein. Und da kommen wir auch schon zur Ingame-Grafik. Hey,
come back. Ich glaube, der Untertitel ist sogar auch größer als auf der PS2. So, da sind wir auch schon mitten im Spiel. Kurz zu Silent Hill Origins. Es erschien 2007 von Konami. Und ja, ist die Vorgeschichte zu Silent Hill 1. Also hier sehen wir wirklich den Beginn der Hölle von Silent Hill. Achso, ein Timer wäre nicht schlecht, ne? 30 Minuten, spielen wir es an, schauen wir uns mal um. Oh, sie ruft nach mir. Sehr, sehr cool. Ja, auf der PSP haben wir aber einfach nur einen Stick, ne? Also hier können wir die Kamera dann nicht wirklich drehen. Ich meine, ist bei Silent Hill eigentlich eh nicht so schlimm, weil es hat ja eh grundsätzlich feste Kameraperspektiven überwiegend. Das Lied ist super schön. Okay. Ich bin sehr gespannt hier jetzt, wie die PSP-Fassung so ist. Und da ist das bekannte Schild. Welcome to Silent Hill. Mhm. Da wären wir. Not fog. It's smoke. My God. Bisschen laut. Kann ich das in-game leiser machen? Also auf der PSP? Nee, ne? Nee. Someone's in there. Wenn ich die PSP-Lautstärke-Tasten drücke, passiert nichts. Das ist interessant. So, da sind wir im brennenden Haus. Aber wir gucken mal kurz ins Menü mit Select, so. Und schauen uns doch mal an, wie das hier so ist. Guck mal, das ist doch alles viel besser lesbar als auf der PS2, jetzt mal ohne Scheiß. Leer, ja. Oh mein Gott, man kann es doch viel besser lesen. Optionen, ja. Ja, hier haben wir auch eine Helligkeitseinstellung. Die ist auf der PS2 einfach nicht da. Super faszinierend. Wir können es auch vielleicht sogar mal ein bisschen, ein kleines bisschen dunkler sogar machen. Warum fehlt die Helligkeitseinstellung auf der PlayStation 2? Verstehe ich nicht. Aber okay. Aber grundsätzlich finde ich alles viel erkennbarer. Ja, gucken wir mal, wenn wir direkt in Silent Hill sind. Aber ohne Schmarrn, das ist alles vom Kontrast und von den Farben und der Helligkeit. Ich check viel mehr, wo ich bin. Huh. Ich glaube, der PlayStation 2 Port ist leider nicht so sehr gut gelungen, glaube ich. Ich meine, immerhin gibt es das auf der PS2, aber... Ich glaube, ich werde die PSP-Fassung ein bisschen lieber mögen. Letztendlich ist die, glaube ich, ein bisschen besser spielbar einfach. Ich glaube, ich bin schon auf der PS2 gegen das Feuer gerannt. Sehr gut. Die Kamera? Achso, ich könnte sie mit L hinter Travis snappen, wenigstens. Das ist auch wichtig. You're coming. Echt so, wir lassen dich doch da nicht liegen. So, snap ich die Cam? Ja, sobald ein Game ein Snapping-Tool hat von der Kamera, ist eigentlich ist alles super. Komme ich damit schon zurecht dann? So manuell sonst irgendwie... Nee. Steuerkreuztasten die auch nicht. Nee, es ist eigentlich einzig mit L die Möglichkeit, die Kamera ein bisschen zu positionieren, ja.
Ah, hier will sie aber nicht. Hinter Travis, die Cam. Erst hier wieder. Ich weiß gerade aktuell schon wieder gar nicht mehr, wo ich hin muss. Irgendwo muss ich mit dem Mädchen hin. Au. Hier zum Beispiel nicht. Okay. Aber irgendwo... Ah ja, hier ist es doch. Hier. Oh. Krasse Landung. Mit Mädchen auf dem Arm, ne? Nicht schlecht, hey. Genau, hier zaubert sie den Weg frei. Wir müssen hier raus! Schnell! Wo ist denn die Tür? Raus hier. Genau, hier die Hauptlobby und dann... Moment, hä? Doch, das ist... Das ist keine Tür. Probieren wir es hier. Safe now. Hey! Someone help her! Where is everyone? Finde ich immer noch relativ emotionslos. So, hey! Jemand muss hier helfen. So, hä? Da hat ein bisschen Emotion gefehlt, finde ich. Auf der PS2 aber auch schon. Okay, und da wachen wir auf. In Silent Hill. Da wären wir. Where am I? Silent Hill, my boy. Ui, 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 ui. Silent Hill. Yup. What happened last night? That girl. Did she make it? Klar. They would have taken her to the hospital. Coon Street. I need okay. To see if she's okay. Gut, da ist die Karte, ja. Okay, ich glaube, das ist halt. Ja, ja, gut. Kann man so, glaube ich, nicht gescheit anschauen. Ich glaube, das ist auf der PS2 ein bisschen schärfer, glaube ich. Aber hier wären wir mitten auf den Straßen von Silent Hill. Ja gut, ne? Ist es vielleicht sogar ein bisschen nebliger? Ich weiß gar nicht. Vermutlich. Wir gehen zum Krankenhaus. Das müsste, glaube ich, da vorne sein, oder? Genau, hier ist das Gebrumme. Genau, hier ist die Straße, die nämlich kaputt ist, natürlich. Es gibt kein Entkommen aus Silent Hill. Gibt es nicht. Und hier ist das Krankenhaus. Huch. Achso, mit Dreieckskarte. Ja, okay, klar. Hä? Warum? Was ist denn? Okay, Viereck dann. Okay. Da wären wir. Ist das der Krankenwagen, der sie hergebracht hat? Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir da auch mal rein. Jetzt bin ich gespannt, weil jetzt wird es ja sowieso auch wieder dunkler. Gerade dann, wenn wir in die Anderswelt gehen. Ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ein flackernder Fernseher. War der auf der PS2 auch schon? Da ist das Speichersymbol. Okay. Auf der PS2 war der Port da so ein bisschen verbuggt. Vielleicht lag es auch daran, dass es die PS2 Slim ist. Die hatte sowieso manchmal Problemchen hier und da. Aber vermutlich liegt es einfach auch generell an dem Port
von Silent Hill Origins, weil das Speichern hat nicht gescheit funktioniert. Da hat sich das Spiel schier aufgehangen. Aber hier sieht gut aus. Hier so zack, speichert. Wie lange braucht's? Zack, gespeichert. Auch viel schneller als auf der PS2. Was natürlich für so ein Spiel ein bisschen essentiell ist, weil wenn du ewig 5 Minuten im Speichermenü verbringen musst, reißt es dich ja auch ein bisschen aus der Immersion, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal speichern möchte, zack, zack. Auch hier ist es zwar ein bisschen langsamer, man merkt es, das Menü ist ein bisschen langsamer, aber es geht. Viel schneller und funktioniert halt einfach. Und auf der PS2 eher nicht. Da ist das Speichern ein echtes Problem tatsächlich irgendwie. Warum auch immer. Und auch so ein paar Kleinigkeiten sind halt einfach auf der PS2. Ja, ich würde schon sagen, ein bisschen schlechter halt, ne? Ziemlich verrückt. Hier sind die Toiletten. Es ist sowieso generell alles viel besser erkennbar. Viel besser, auch der Untertitel viel größer. Alles, ja, besser halt. Vollkommen verrückt. Warte mal, ich mach mal die Helligkeit jetzt auch wirklich auf 0. Allein, dass es aber die Möglichkeit hier gibt, es einzustellen, oder? Warum fehlt es auf der PS2? So wär's, so würde es aussehen, okay. Mhm. Ah, ich liebe die PSP. Generell muss ich schon sagen, jetzt mal kurz. The girl who was burned, is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her. Er ist immer noch gruselig. She must have been brought here. Is there another hospital? I'm sorry. Perhaps someone in reception could help you. Nee. I have urgent business to attend to. Okay. Goodbye. Tschüss. Oder so. Gruseliger Typ. Nee, grundsätzlich eine PlayStation Portable. Die gute alte PlayStation Portable. Nicht diese seltsame neue für die PS5 oder so ein Scheiß. Die gute alte PSP. So ein geiles Gerät. Wie ihr seht, qualitativ ist es ja trotzdem ja eine PS2 zum Mitnehmen. Ich liebe die PSP. Die ist auch heute noch so edel. Fantastisch. Einfach nur herrlich. Und gerade die 3004er, super cool, da man sie am Fernseher oder so am Bildschirm anschließen kann. Deswegen kann ich jetzt auch capturen. Es ist schon sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, hey. Nur klar, einziges Manko, sie hat nur einen Stick. Kameraführung ist in vielen Spielen ein bisschen kompliziert. Bis bekloppt. So, da wären wir im Aufzug. Und wir fahren jetzt auch in den zweiten, ist er ja eigentlich hin. Zack. Na. Und dann schauen wir doch mal. Hm? Okay, wie... Das ist die Kampfhaltung mit R. Okay, und schlagen tue ich dann mit. Auch... Achso, auch X, alles klar, passt. Das sind wohl nicht... Was? Die sind wohl nicht mehr angeschlossen, okay. Jetzt ist Helligkeit ja wirklich auf 0. Jetzt wäre es quasi, ja, wie auf der PS2 so, die Einstellung. Einfach keine Helligkeit, aber... Alles ist besser sichtbar, Wahnsinn. Ich sag, bin gespannt dann in der Anderswelt gleich. Yes. Boah, krass, auch die erkennt man ja viel besser. Oha. Weil das Character Model an sich auch ein bisschen hervorgehoben wird. So, ich habe den Hammer gefunden, aber wahrscheinlich... Genau, ich kann natürlich so nicht... Aber ich kann hier eine reinzimmern. Aber warte, ich wechsle auf Hammer. Vorrat, ja. Hammer, zack. Oh mein Gott, ist das alles besser lesbar. Ich drehe hier durch. Komm her. Komm her. Bam. Zack. Okay. Kann ich jetzt... Oh, ich kann das aufladen. Aber ich kann nicht... Lol. Wie kann ich denn einen Finisher machen? Geht es nicht hier? Verwechsel ich das wirklich mit einem anderen Silent Hill Teil? Ha.
Ich glaube, man kann die auf dem Boden nicht finishen, oder wie ist das? Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Das ist mal wieder super laut. Okay. Sind wir hier drin? Da ist der Spiegel. Jetzt wird's interessant. Denn gleich geht's in die andere Welt. Genau, hier ist der Arztbericht. Verbrennungen dritten Grades. Patient ist nicht bei Bewusstsein. Irgendetwas hat verhindert, dass die inneren Organe Schaden genommen haben. Die Texturschäden beschränken sich auf die Epidermis und die Gliedmaßen. Aber wie ist das möglich? Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Spiegel. Diese Reflexion ist nicht normal. Ja, da hast du recht. Jetzt will ich raus. Und dann passiert's. Laut! Gruselig. Wie kann das sein? You're the girl from the fire. How did you... Da wären wir. In der Hölle. Quasi. Was liegt da? Liegt da was? Ein Skalpell? Ja moin, das habe ich auf der PS2 ja nicht einmal gesehen. Und da ist ein Drink. Oha. Krass. Also ich lasse die Helligkeit jetzt einfach erstmal auf Null, ne? Erstmal Standard jetzt erstmal die Einstellung hier. Eine Plastiklunge. Was zur Hölle? Ich entdecke gleich viel mehr Sachen. Krass. Okay, was haben wir noch? Hier geht's ja raus, auf jeden Fall. So, wie schaut's hier draußen aus? Oh, auch sie erkenne ich ja gleich. Jetzt schon. Vollgas. Warte mal, ich habe hier ein Skalpell. Guck mal, ausrüsten. Komm her. Au. Verdammt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Ausweichschritt machen kann oder so. Auf jeden Fall kann ich sie niederstechen, das ist gut. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ich muss hier auf jeden Fall durch. Tschüssi. Oh je. Scheint zu klemmen, ja. Aber auch hier, oder? Man erkennt die Gänge und alles viel, viel besser. Ich habe auch das Gefühl, das Taschenlampenlicht ist einfach breiter, oder? Die Taschenlampe strahlt mehr, kann es sein, als auf PlayStation 2? Das ist doch unglaublich. Auf jeden Fall, man sieht alles viel besser. Man versteht, wo man hingeht und so. Hier ist die Treppe, oder? Hier ist die Treppe, hier ist es noch ziemlich duster, ja. Aber auch hier ist okay, weißt du? Gerade durch die Taschenlampe erkennt man das besser auch. Guck mal hier, man sieht den ganzen Raum eigentlich förmlich. Jetzt machen wir mal auch einen Test und machen das... Warte, noch nicht. Das machen wir später, wenn wir sowieso zurück müssen quasi. Dann mache ich heller und dann gucken wir uns das da nochmal an. Ja, aber ich check halt gleich, wo alles ist. Oh Gott! Die hat mich jetzt echt erschrocken, krass. Nein! Oh, hat die mich auch erwischt, oder? Nee, das Skalpell ist tatsächlich kaputt gegangen, schau. Das kann wirklich kaputt gehen. Was liegt da? Was ist das? Alkoholflasche, okay. Lauf! Schau, hier ist die Phönixtür, da brauchen wir ein goldenes Ei. In der Tür ist eine ovale Vertiefung. Auf der Tafel darunter steht, selbst in diesem Inferno aus den Flammen sah ich Leben neu entstehen. Genau. Funktioniert ganz gut mit Kamerasnapping. Oh. Finger weg. Verdammte Scheiße. Ja, weg hier. Da hinten war nix, gell? Was ist denn das überhaupt? Nix. Aber warte, ich mach jetzt Teller, pass auf. Vielleicht...
2. Guck mal, wie 2 ausschaut, also Mitte. Okay, und wenn ich da so in OBS schaue, ich glaube, so würde ich es dann auch so Let's Play dann quasi capturen. Wenn man so, jetzt seht ihr auch einfach alles. Es ist immer noch duster genug, dass es schaurig ist eigentlich, würde ich behaupten. Ja, ja, doch. Perfekt, echt. Hey, der Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Warum denn nicht Teil so? Ja, also, aus meiner Erfahrung kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich empfehle das Original auf der PSP und eher weniger den PS2-Port, muss ich schon sagen. Hey, Wahnsinn. Auch hier im Menü, man kann alles viel besser lesen, da ist irgendwas schiefgegangen beim Port, von wegen, weiß ich nicht, Auflösung der Schrift oder so. Selbst wenn ich Helligkeit 0 mache, guck mal, man sieht den ganzen Raum sehr schön. Man sieht, wie alles eklig. Das sind so Fleischwände, die schwurbeln da rum und so. Schön eklig. Und davon lebt doch auch Silent Hill, dass man auch die ganzen ekligen Sachen da sieht. Guckt euch das an, Sehr schön. Mein Herzrasen bereitet mir Sorgen. Ich habe es auf Eis gelegt und weggeschlossen, um es zu beruhigen. Die drei Schönheiten, die es so zum Pumpen bringen, sind der Schlüssel. Alter vor Schönheit. Medizinische Eisbox mit einem Schloss genauer ansehen? Ja, ja, klar. Ne? Ja, jetzt brauchen wir hier halt eigentlich einen Code. Den weiß ich aber nicht. Den weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche auch eigentlich nur das goldene Ei, um ein bisschen weiter zu kommen. Was ist denn das? Ah ja, ein Fernseher. Genau. Gilt, glaube ich, auch als Waffe. Super lustig. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo es war. Was ist... Oh, das ist ja ein neuer Hammer. Boah, krass. Hätte ich auf der PS2 ja auch never gesehen. Da liegt auch nur was. Ich meine, Travis, weißt du, das ist das Coole bei den alten Silent Hill-Teilen, wenn man auf den Charakter achtet. Man sieht, der Kopf, er neigt sich und schaut irgendwas an, weißt du? Dann liegt da auch meistens was. Also man erkennt es oft am Charakter. Das ist ziemlich cool. Achso, aber hier waren wir doch schon lustig. Ja, genau! Was bist du denn? Geh weg jetzt! Ich wünschte, man könnte sie wirklich töten auch. Oh, kann ich nicht mehr rennen schon? Oder? Doch, geht schon. Was war hier drin? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Wo war... Hä? Auch gut. Ja, das ist das Problem. Ja, die kämmen sich dann auch immer. Orientierung ein bisschen schwierig dann manchmal. Manchmal. Hier ist zu. Scheiße. Und hier brauche ich aber das Ei, was ich noch nicht habe. Wow. Geh weg. Also es gibt eigentlich... Okay, es gibt eigentlich sonst keine Tür mehr. Was bist du? Die Zukunftslücken wollen auf der Tafel. Selbst die Blinden benötigen Augen. Okay. Ja, aber ich glaube, ich habe da nichts. Waffen, Gegenstände, Taschenlampe, Glücksmünze, Plastiklunge. Das ergibt keinen Sinn. Gut. Nee, ich muss irgendwie wieder hoch. Scheiße. Ich muss jetzt gucken, wo das war. Oh, es ist so viel besser spielbar auf der PSP. Ich dreh durch. Wie gesagt, ich verlinke euch das Silent Hill Origins, den Part vom Fummelstream. Ja, die PS2-Version halt, ne? Verlinke ich euch. Infocard und halt am Ende des Videos auch zum Anklicken und so, ne? Könnt ihr da selber gerne mal reinschauen, weil ich vergleiche es ja doch gerade viel, weil es mich jetzt einfach interessiert hat. Aber ja, PSP-Fassung, beste. So. Okay, muss nur gucken hier. Ich weiß es nicht auswendig, keine Ahnung, wo was ist. Oh, jetzt sind wir wieder beim Spiegelraum, ne? Okay. Na gut. Also ich finde sogar auf Helligkeit Mitte ist es dann voll spielbar. Am besten spielbar schon. Geht auch ohne. Ne, Helligkeit 0 haben wir gesehen. Geht auch ohne. Aber jetzt gerade so. Das Capturen und so. Beste so. So als... Let's Play dann letztendlich. Ih, da ist eine Blutlache. In irgendeiner Tür muss irgendwas irgendwo sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ah, das sieht doch nach einem
Der ist doch wieder ein ganz anderer. Hä, wie jetzt? Hä? Hä? Warte, was? Nee, das sind andere Treppen. Nee, das sind nicht andere Treppen. Tschüss. Hä, wir haben ja schon 30 Minuten. Warum sagt der Timer, es sind noch 5 Minuten? Ja, dann sind es noch 5 Minuten, Leute. Auf geht's. Ich würde halt auch wirklich gerne das Ei finden. Ey, scheiße, ich kenne mich nicht aus, wenn die Kamera immer so umsnappt jetzt hier. Weiß nicht, geh wieder zurück oder was? Da ist doch was, guck mal. Jetzt, ja, jetzt, das sieht gut aus. Da ist es, schau, da haben wir das Ei. Das goldene Ei. Und da ist noch ein Brief. Genau, Teile der Notizen nicht lesbar. Richtig, richtig. Gut, da muss ich sagen, das sieht auf der PS2 tatsächlich besser aus, weil da sehen wir dann wirklich im Hintergrund dieses Schriftstück direkt, wo auch Sachen durchgestrichen sind. Hier ist es einfach nur so ein Fetzen. Also, Kleinigkeiten sind auf der PS2 dann vom Detailgrad schon schöner, ja. Aber, naja, weiß ich nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne mal echt die PS2-Fassung euch anschauen. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Aber ich würde trotzdem im Allgemeinen insgesamt sagen, ja, eher die PSP-Fassung. Ja, weiß ich nicht, hey, ne? Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder runter. Jetzt müssen wir die große Tür hier nehmen. Jetzt, ich habe ihn jetzt gemerkt. So, und jetzt müssen wir hier runter und das goldene Ei einführen. Klingt falsch, ist aber so. Pass mal auf. Ah, na, jetzt ist die schon wieder da. Warte, Moment, wo war das? Na, eben nicht. Ah! Gott. So, hier, guck mal. Hier muss ich, glaube ich, einfach nur einsetzen. Perfekt, und dann raus hier. Sehr gut. Okay. Warte mal. Interessiert mich natürlich hier trotzdem in dieser Helligkeit. Ja, okay, okay. Cool, cool, cool. Oh ja, es ist so schön sichtbar alles. Ach, das ist ja eine Toilette. Ja, schau, jetzt check ich das. Das ist eine alte Toilette hier. Es sind die Toiletten. Guck, hätte ich auf der PS2 niemals erkannt. Da ist ja sogar was an der Wand. Ach nee, das kenne ich. Probleme mit dem Anatomiestudium, Herrschaftszeiten. Herausnehmen scheint viel einfacher, als es wieder einzusetzen. Erinnere dich an diesen einfachen Spruch. Einer mag leiden, heimlich lustlos. Einmal lehelu. Genau. Das könnten aber Organe sein tatsächlich, ne? Ei weiß ich jetzt nicht genau. Magen wahrscheinlich. Leh komme ich gerade nicht. Dann Herz und dann wahrscheinlich Lungen. Das gehört bestimmt zum Rätsel. Und wir haben ja eine Plastiklunge gefunden. So, aber es geht jetzt für uns erstmal wieder raus. Zack. Da wären wir wieder in der richtigen Welt. Und da ist ein Heiltrank. Gesundheitsdrink. Oh ja, wie geht's uns eigentlich? Müssen wir einen schlürfen? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Was bedeutet das? Warte mal kurz. Vorrat. Ich nehme mal einen. Ajo, ah, ja, ein bisschen damaged war ich. Okay, 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 gut. Option. Genau, Helligkeit ist aus, nehme ich. Schaut euch das an, Leute. Echt Wahnsinn. Schön, schön. Gut. 2 Minuten haben wir noch. Das reicht ja auch gerade, um noch das Spiel zu speichern. Und dann war's das, würde ich sagen. Faszinierend, faszinierend. Das ist die PlayStation Portable-Version von Silent Hill Origins gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz alledem, ja. Auch wenn ich jetzt das hier ein bisschen viel für mich persönlich mit der PS2 jetzt hier verglichen habe, ja, viele Vergleiche gezogen habe, aber es hat mich jetzt so brennend interessiert, weil ich ein bisschen schockiert war, wie, naja, unterm Strich, an Anführungsstrichen schlecht, ja, die PS2-Version, zumindest im Verhältnis zur PSP-Version ist, ja. Ist so. Ich meine, immerhin, sie ist schon spielbar, die PS2-Version, ja, aber mir sind eben Dinge aufgefallen, da dachte ich mir so, wie, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, das ist doch auf der PSP besser. Und das ist es in der Tat. Und jetzt speichern wir hier nochmal. Und das geht wahrscheinlich schnell. Zack. Zack. Und wo man schon merkt, hier muss sie auch ackern, aber es funktioniert. Die PS2-Version, die bleibt da schier hängen. Naja gut, das war's. Das war Silent Hill Origins.
die Vorgeschichte zu Silent Hill 1 auf der PlayStation Portable. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Hinterlasst gerne Kommentare auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, vergleich gerne meine PS2-Fassung auch. Und allgemein, hinterlasst gerne einfach Kommentare, wie euch die PSP-Fassung auch gefallen hat und so weiter. Und überhaupt das Spiel. Kennt ihr Silent Hill Origins? Habt ihr schon mal durchgespielt? Würde mich auch interessieren. Aber das war's in dem Sinne. Bis zur nächsten Fummelausgabe. Danke, tschüss, euer Gecko. Macht's gut.